So. Ist richtig was los hier? Schon gleich, als er die Augen aufgemacht hat. Jerry will sich bekämpfen. Ja, aber Luke bleibt auch sitzen einfach, hat schon darüber wegzugehen, weißt du? Lügner. Oh, gut. Na gut, guten Morgen, liebe Leute. Also, wie ihr hört, das ist hier wahrscheinlich nicht anders als bei allen anderen. Wir gehen gleich los zur Schule. Und meine Tochter zieht sich hier mit dem Lügner an. Und Lumen steckt ihr die Zunge raus. Ja. Wahnsinn. Oh Mann, ey. Mein Hals. Kalt ist es doch. Dunkel ist es. Müde bin ich. Und krank. Und krank. Kein Bock. Das war übrigens auch der. Ha? Der Grund, warum Anouk letztens geweint hat. Weil er krank war. Nee, weil sie geärgert wurde in der Schule, weil jemand ihr die Zunge rausgestreckt hat oder sowas. Ja. Muss er noch durch, ne? Das Leben kann hart sein. Naja. Jetzt bringen wir es erstmal weg in diese grausige Anstalt. So. Willst du noch was sagen? Wir sind jetzt an der Schule angekommen. Schon echt moderatorische Fähigkeiten. Ja. Naja, kommt da mal mit. Machen wir mal Licht hinten an. Mann, es sieht hier aus, ey. Die Tauchsachen müssen weg. Was ist los mit meinem Sohn? Will der kein Geld verdienen oder was? Ey, warum kommt denn der nicht? Der kann die Dinger einstellen. Kriegt er bezahlt, so ja von mir. Was ich normalerweise nie mache, in einer engen Familie jemanden bezahlen zu müssen dafür, dass er was macht. Also in dem Fall ist es aber... Okay, natürlich, kann man nochmal machen. Das sieht schlimm aus hier, wirklich. So, Memo an mich selbst, Licht und Ständer brauche ich. Muss ich bestellen. Licht und Ständer, Batteriebeleuchtung und Fahrradständer. So, jetzt wird ein bisschen geräumt hier. Das sieht schlimm aus, der Laden. Ey, was ist denn hier los? Naja. Kannst du mir zeigen, wie das auf dem Winterreifen funktioniert? Und wie kriege ich das Feld nicht auf die Ventil? Ich bin mit blöd, mein Reifen oft. Was ist denn mit blöd? Morgen, Thomas. Guten Morgen, Wolfgang. Na, alle gut? Ja. Was Neues? Nicht Neues. Alte Wohnen, wa? Ja, riesig, das war alles fertig.
Karpfen. Danke. Ich bin gerade heute rausgekommen. Nach anderthalb Stunden waren die alle da. Uiuiui. Andrea, der Postmissi, raus von die Rotolle. Ackern, aber kaum mehr Geld als Hartz IV. Genau, das ist mein Leben. Ackern, aber kaum mehr Geld als Hartz IV. Moin. Jeder Achte lebt trotz Job nur am Existenzminimum. Ja, hier, ich. Zu der fünften Folge. Ah ja. Nee, warte mal. Moment. So, erstmal nur eine Person. One person can use this. Can do it. Yeah. Then you have to close the wife. So we have a description over there. You can look at this. We have to close. Yeah, yeah. To read pictures. So you have to close the wife. Otherwise the air comes out. You can hear it. Then you have to use the small hole. If you use it like you do, then this thing is destroyed in 1 week. Oh, so shit, and that's the problem. So normally, so now you have to pump. Very simple. Then you have to open, put up, and that's it. Bitte. So, Wolfgang, Zeitung. Jeder Achte, die Wörter läuft wegen nach der Spitze. Naja, ich glaube, die Berlins Plan muss er wieder hinter kriegen. Ich als nächste Tür. Ja, das ist wichtig. Betteln und rasieren verboten. Naja, ob die Weißen zu lesen können. Also so klein. Betteln und rasieren verboten? Naja. Da, mit Licht. Ja, hier. Nö. Okay. Das war nicht auch selten, also war so ein Tag. Ja. Und wie lange hat Mika noch gebastelt, da unten sein Keller? 4 Stunden. Bis um 18. Nein, 4 Stunden insgesamt. Vier Stunden. Du kamst ja, da war ja schon ein Ende. Was ist denn das für Müll, ey? Oh. Haben wir Pizza gefressen und dann haben wir die hier. Ja. Und schmeiß das mal weg kurz, bis der kurz hier. So. Bevor hier Janisch drin kommt, nehme ich einfach mal den Auftrag hier auf. Ich meine, ist ja schon spät, ne? Also 11 Uhr. Ja, ist für mich spät. Jo, Schutzblech tauschen hinten. So, was haben wir denn hier? Bei dem guten Mann ist das Schutzblech gebrochen hier hinten. Und das hätte er gerne getauscht. Schutzblech tauschen ist eine recht bescheidene Aufgabe. Mache ich überhaupt nicht gerne, weil das wahnsinnig viel Arbeit ist eigentlich. Man denkt immer, ach naja, ist ja nicht Filler, ist ja nur Dippe und aber das klar, habe ich jetzt auch die Preise ein bisschen angezogen. Hier ist so auch das Kabel abgerissen noch. Hier ist auch das Kabel durch. Na gut. Gut, ich fange mal an. Also, ich nehme für Hinterradschutzblechwechsel, nur für den Tausch nehme ich 15 Euro. Ja, das ist mir scheißegal, weil. Es geht nicht darum, um das zu montieren bei einem Rad, wo noch nicht dran ist, wo alles neu ist, sondern es geht darum, man muss das alte abschrauben, abkriegen. Das Hinterrad musst du ausbauen dafür. Ja, und da musst du die ganzen Schrauben rauswürgen. Dann musst du neue Schrauben nehmen, ja, und das neue ranschrauben.
Also das ist schon, und Bohrungen setzen da, dass es passt, und soll ja ein gebrauchtes Blech auch sein, damit es dann nicht so teuer ist. Naja. Darum geht das. Und das Ganze kostet. So einfach ist das. Jetzt schläft es ja schon am Blech. Und wer weiß, wie oft ich das mache bei dem Blech hier. Vielleicht klappt es gleich beim ersten Mal. Aber wer weiß, ne? Das sieht mir so aus, als bräuchte man da wirklich ein Blech, was richtig gut passt. Schräubchen ab und dann schrauben wir noch hier das Schräubchen ab. Fantastisch! Na, und hier zeigt sich zum Beispiel die Schwierigkeit des Ganzen. Den Ständer auch noch abschrauben. Bei den Kettlerrädern ist die Befestigung hier unten. Diese Befestigung wandert nicht hier oben raus, sondern da unten hinter den Ständer. Und da kommt man natürlich überhaupt nicht ran. Also Ständer ab. Und an den Ständer kommt man auch bescheiden ran. Ja, ein wahres Fest der Sinne. Genau das ist das. Warum es Geld kostet. Jetzt haben wir noch einen hier oben. Noch eine Verschraubung hier. Müssen wir auch noch abmachen. Mein Gewissen. Lustig, oder? Ich bin's. Erkennst du mich? Ich bin's. Ja. Hallo, ich bin's. Das ist sowieso immer der geilste Spruch ever. Finde ich auch super. Wer ich? Wer ist denn ich? Also ich bin ja ich. Ich bin doch ich. Also was willst du denn jetzt? Ich meine, wie kannst du ich sein, wenn ich ich bin? Ja, so. Du, guck mal, ich habe ein Fahrrad für dich von mir. Geschenkt? Nein. Ach so. Das ist ein Fahrrad, was immer so... Das ist so mein Zweitfahrrad, wenn ich so woanders arbeite. Das hatte ich jetzt in Cottbus und lange in Leipzig und jetzt will ich es morgen mit nach Hannover nehmen. Cottbus, Leipzig, Hannover. Weil ich nach Hannover jetzt gehe. Oh. Emma hatte Rad für Hannover. Ja, weil es gut ist, mit Rad unterwegs zu sein, weißt du. Das ja, aber ist aber lange. Hast du aber lange stehen lassen, denn. Es stand, also es ging aber in Cottbus, ging es noch. Ja. Der Schaltzug. Wie teuer ist es? 15 Euro. So viel? So, und da ist aber hier mit hast Licht. Hast du gerade gesagt, so viel? Ja klar. Der Schauspielerin, ja? Wa? 15 Euro ist viel Geld. Aber ja, ich meine, eigentlich würde ich gerne... es ist doch nicht viel. Es ist auch sehr... Vielleicht kannst du es mal ein bisschen spritzen, bespritzen, das unten, das sieht so... Andere Farbe in den Weg an, ja, mach mal andere Farbe jetzt. Ey, mach die Kamera weg.
macht mich wahnsinnig. Ich bin heute früh nicht in Form. Doch, bist du. Also, okay. Du und dein Fanclub, wir müssen mal alle betreut werden hier. Am liebsten würde ich halt dieses Fahrrad mal ein bisschen aufpeppen, ne? Nee, aber jetzt kommen wir jetzt hier auf. Nee, wirklich? Ja, ja. Weil es doch schade, weil es ein gutes Fahrrad. Jetzt morgen früh, ganz früh. Ich fahre morgen ganz früh. Nee, ist nicht, nicht locker. Okay. Also, dann machen wir das so. Ich bringe 15 Euro mit. Ja, bitte. Wenn es so teuer ist. Wenn es so teuer ist. Und da lacht er wieder. Danke dir, ja, bis gleich. So teuer. Die Krise. Mach den Laden zu. Das ist schon 28 Zoll, aber man hat kein Spiel. Weißt du, jetzt habe ich das umsonst auseinandergenommen. Umsonst zerflext, weil ich genau wusste, dass das nicht. Das wird nicht. Das ist scheiße. Ich mach den Kunststoff nicht. Das sollte schwarze Kunststoff nicht. Ich muss das Ding nehmen. Das geht nicht. Kein anderer Teil nicht. Das Ding passt nicht. Das passt perfekt, aber dann muss das auf einer Position sitzen. Man kann es weder nach vorne noch nach hinten schieben. Dafür ist der Reifen einfach zu dick. Das passt nicht. Also das geht nicht. Ich bin fertig, Lohe, mit dem Rad. Ich bin total glücklich. Ey. Ich meine, wie lange habe ich jetzt gebraucht? Hier 40 Minuten, sagen wir mal, 8 Minuten abgezogen. 40 Minuten, ey, für 20 Euro. Doch mal sehen. Das ist ja mir alles nicht so. Nicht 20 Euro, sondern hier, das hätte noch mehr gekostet eigentlich. Das nicht. Scheißdreck. Du, Hans? Hans, ich kaufe einen Stein. Du kaufst einen Stein? Kommt dir nicht bekannt vor. Ich bin Hausbesitzer, ich kaufe einen Stein. Eigentlich kauft man Steine fürs Berliner Stadtschloss. Die kosten dann 500 Tacken. Oh Gott. Nur größere Steine, oder? Was? Oder kannst du dir wie oder was? Was also ein Spendenstein. Ja, ja, natürlich. Ach so. Klar, Fassade. Ja. So, da haben glaube ich Mutter auch ein oder zwei gekauft. Ich irgendwann nochmal, was ich noch hier hatte. So, meine sehr geehrten Damen und Herren, als denn wollen wir voranschreiten und den nächsten Auftrag beginnen und gebührlich empfangen. So, Rost im Getriebe ist es nicht bei dem guten Stück, aber man kann nicht mehr schalten. Und zwar Jennen hier. Weil Rost in der Leitung. Und zwar in Jena dort. Na, also da ist nichts mehr zu löten. Und deswegen kurzerhand einen neuen Zug einbauen. Dieses Fahrrad stand wohl längere Zeit.
Mit Katzenfäßen. Der ist dran. Harleys, Mann. Oh. Meine Frau ist da. Mit neuer Vitalität. Spontan in den Schlag. Mhm. Ich will mich haben. Ich weiß es. Was zu essen, ne? IW verrucht! Kaffee? Also, ich sehr gerne. Gnädige Frau? Also, Käffchen? Ja, wieso nicht? Danke. Ja, wieso nicht? Danke. Was? Milchkaffee? Aber jetzt muss ich mal bezahlen. Milchkaffee. Aber nee, musst du nicht. Doch, dann kriegst du die Platte umsonst. Irgend so ein Tragerlink hier? Hm? Irgend so ein Tragerlink? Oh, ja, hier. Mach ich. Kannst du die Hälfte davon wieder zurückgeben? Ja, wunderbar. Ich hab das. So. Dankeschön. Bitte schön. Zwei Stück Zucker sind drin. Gerührt ist. Ich habe zufälligerweise sogar Kleber dabei. Das ist aber schön. Das freut mich. Wieso machst du jetzt hier den dicken Sack noch? Verstehe ich irgendwie gar nicht. Das ist so was. Nee. Ja. Yeah. Und die haben sich gefreut über die Träger. Echt? Ja. Oh, das ist aber lieb. Dankeschön. Die Kreuzhilfe. Ja, die sind wirklich Kreuzhilfe. Ich müsste mein Fahrrad abholen. Es ist rot. Und es hat einen tollen neues Vorderrad gebraucht. Hallo. Ja, bitte. Danke. Und Tommy, das ist doch das, was wir vorhin verkauft haben. Ja, es ist rot. Genau. Und hat eventuell ein neues Vorderrad gefordert. Genau. Hat es nämlich nicht. Hat es nicht, ja. Okay. Nicht, weil der Tommy zu faul war, nein. Da hat er einen ganz anderen Grund für. Wir wissen zwar nicht welchen, aber wird es uns gleich sagen. Ja, dass ich es nicht für nötig gehalten habe. Wie ist das? Das hört sich doch wunderbar zu. Das ist doch hier, denn. Weil diese Geräusche, du da, also. Ich darf mich da gerne eines Besseren belehren. Das kostet nicht mehr, es jetzt nochmal zu probieren, so. Und falls es doch mal kurz sein sollte, was ich nicht denke, ja. Dann ist das mal zu machen. Mann, das ist aber schon lange hier in Drachtau. Ach, deswegen. Ja, das habe ich am Donnerstag oder am Freitag gebracht. Donnerstag. Es war Donnerstagabend. Ja, stimmt. Aber den Reifen hast du natürlich neu. Super. Und also, was hast du jetzt noch gemacht daran? Also nur den Reifen? Und ich habe einen Schlauchreifen. Ne? Okay. Und dann eben festgestellt beim Ausbau und Einbau, dass das Vorderrad eigentlich sehr gut ist. Okay. Wie ich finde. Super. Das heißt, vielleicht klappert es jetzt auch nicht mehr. Gut. Also. Ja. Es war eben auch meistens, wenn Gewicht drauf war. Es läuft sehr, sehr gut. Also eben auch, wenn man es denn tatsächlich ausgebaut hat und nur die Achse dreht. Ja. Und normalerweise merkt man denn schon, ob die Kugeln kaputt sind oder nicht. Und wenn nicht, dann machen wir ein Vorderrad rein. Aber das war jetzt erstmal. Okay. Fand ich nicht notwendig. Gut. Hast du denn schon wieder? Ja, so entspannt wie bei der Loop bist du lange nicht mehr. Das stimmt. Ich kann das nicht mehr hören, dieses Rumgeschrei. Das ist
so anstrengend und Lumen schreit dauernd rum, also die Mithütte. Die schreit dauernd rum. Und es ist wirklich sehr nervenaufreibend und anstrengend. Und dann, wenn die Kleine auch noch schreit, dann reicht's. Wer kopiert dann Lumen und dann. Ja. Ach man, ey. Also ich sag mal jetzt ganz trocken. Nehmt es mal nicht übel, aber Autismus ist was anderes. Mhm. Ich habe den Eindruck, dass da einige selbsternannte Fachleute hier weit die Fassung machen. Also, wenn sie hier runterkommt und sich, kann's nicht mehr hören. Und sich bei Papi aufs Knie setzt und kuschelt. Na, ich habe einen Autisten erlebt. Es gibt ja viele verschiedene. Der ist jetzt im Heim. Ja! Aber man kann es auch, wenn sie nur im Kindergarten ein bisschen anders sich benimmt als das Gros der Kinder, dann ist das vielleicht auch. Ja, aber du siehst ja immer nur so kurze Ausschnitte von. Ja, das ist richtig, natürlich. Und, sie verfällt ganz schnell in diese Überreizung und dann fängt sie so an zu schreien und um sich zu schlagen und sich selber zu schlagen. Geht dann auf alle los, setzt sich auf den Boden hin, schreit laut, 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 mir ist alles zu laut, laut, laut und du kannst sie in dem Moment auch nicht da rausholen. Also sie kommt da ganz schnell rein und das ist halt das. Ich meine, sie kann das. Meinst du, wie ich mich freue, wenn sie runterkommt und sich bei mir mal auf den Schoß setzt? Ja, sie will nicht. Also zwei, drei kommt, Momente am Tag und das war's. Sie kommt, aber sie möchte nicht zurück angefasst werden und küssen findet sie auch ganz schlimm. Also sie kann es kompensieren. Sie kann so tun, als ob alles in Ordnung ist, aber sobald sie mit uns ist, bricht alles aus ihr raus. Ist ihr alles zu viel, zu laut, jetzt hat sie schon Ohrschützer, also so einen Lärmschutz bekommen, mit denen sie unterwegs ist, weil sie kann zum Beispiel den Markt da vorne am Herrenplatz gar nicht ertragen. Überfahren ist ganz schlimm. Also ein sensibles Kind. Es ist sehr, sehr anstrengend und sie fängt halt sofort an zu brüllen, wenn irgendwas anders läuft als, oder sie sortiert halt zu Hause ganz viel und wenn ihre Sortierung durcheinander gebracht wird. Sie wird 6, sie rennt sofort auf ihre Schwestern, schreien, schlagen zu und Okay. Es ist anstrengend tatsächlich. Ja. Und es ist klar. Ne, wenn man sie halt nur so sieht, denkt man, ja, ist alles in Ordnung. Das habe ich mir schon oft sagen lassen. Ja, das ist ja das Schlimme. Ja, dass man bei woanders sieht, man sich gut. Einerseits bin ich froh, dass sie so normal wirkt und normal aussieht. Andererseits ist es auch super anstrengend, weil die Leute nicht verstehen, was ich meine. Und so ganz war das bei mir auch nicht angekommen. Ich dachte, der Kindergarten hat sich da dick gemacht. Nein, der Kindergarten hält sich da total raus. Die sagen, es ist das normalste Kind der Welt. Ach so, geht das? Genau, die andere Schiene. Weg. Die haben zu mir oder zu der Therapeutin, die Lumen halt öfter mal abholt, so gesagt, irgendwas, was das für Schwachsinn soll. Autismus-Therapeutin brauchen wir hier nicht. Wir wollen keine Zusammenarbeit. Das Kind ist das Normalste auf der ganzen Welt. Ach. Und haben. So lang geht das. Ja, und haben das zu mir gesagt. Völlig anders verstanden. Nee, die haben zu mir noch gesagt, wir sollen uns mal eher an eine Erziehungsberatung wenden, als an einen Autismus. Genau. So nett sind die dann da. Da läuft das lang. Für Lumen ist das sehr belastend. Dann habe ich auch nicht gesagt. Sie hasst die Kita, sie will da nicht hin, sie kneift und schlägt sich selber, wenn sie in die Kita morgens muss. Und es ist wirklich sehr schwierig. Wirklich schwierig. Wenn du dein Kind da siehst, wenn es so verzweifelt ist und weint und schreit und sich selber verletzt. Ja, aber das ist gerade besser. Es hat gerade eine gute Phase. Mhm. Es ist ein Auf und Ab. Das ist euer, ich wünschte hoch, das wäre nicht. Und ich wünschte hoch, das wäre von jedem Tag auf den anderen nicht. Nicht da. Deswegen mussten wir die auch räumlich trennen. Das ging ja nicht. Die hat sich die Kopf eingeschlagen. Lumen ist sofort auf ihre Schwestern los. Mhm. Und dann bewirft die auch mit. Also, sie kann sich ja nicht in andere reinversetzen. Wenn jemand weint, dann sieht sie nichts. Sie kann auch keine Gesichter erkennen. Sie erkennt mich auch nicht. Ich habe mir die Haare abgeschnitten. Sie hat mich nicht wiedererkannt. Sie ist an mir vorbeigelaufen. Also es ist wirklich, also das merkt man dann selber auch gar nicht. Ne? Ich komme dann in die Kita an, ich habe diese kürzeren Haare und sie läuft an mir vorbei. Und Anu sagt, das ist doch Mama. Sie guckt mich an und fing an zu schreien und zu weinen. Wie soll ich dich denn jetzt jemals wiedererkennen? Oh Gott, doch, Gott, doch. Ja, also es ist wirklich dann. Ja, die haben so Raster. Nikoanung quasi. Die sehen, nichts gesagt. Die speichern ein Bild ab und das Bild stimmt nicht mehr überein. Bist du nicht. Also ich würde mich auch nicht erkennen, wenn ich mir im Bad abrasiere. Das ist allerdings schwer, wenn die viele nicht erkennen.
Es ist auch gar nicht groß gemeint oder so von uns. Das ist halt. Nee, das ist klar. Das ist wirklich sehr, sehr anstrengend. Ich habe es auch von Anfang an ganz anders aufgefasst. Ich dachte, der Kindergarten hat eine große Schublade und wer da reinpasst, ist gleich bär. Wir hatten am Anfang Gespräche, weil Lumen alles verweigert hat. Sie stand nur in der Ecke, wollte mit keinem was zu tun. Man hat ein Jahr in der Kita kein einziges Wort mit den anderen gewechselt. Ja, das hatte ich erfahren, genau. Und, dann ist und da bildete ich mir eben ein, dass es daraus resultiert habe. Wenn ein Kind ein bisschen introvertiert ist, ist es eben ein bisschen introvertiert. Denn ich habe nämlich auch mit Kindern im Kindergarten nicht gespielt. Ja. Da habe ich mal so drüber nachgedacht. Ich war auch, ich habe mein Ding gebastelt da irgendwie. Die Tante Renate war meine Nette und alle anderen konnten mich mal. Ja. Aber ich war ja auch bloß ein paar Monate im Kindergarten. Und letztens, als wir den Film gesehen haben, fand ich auch ganz interessant von Lumen. Hast du gehört, was sie gesagt hat mit der Beerdigung? So. Was ist da jetzt los? Mein Vater ist gestorben. Jetzt bringen sie den zum Friedhof. Sind jetzt die Leute dann traurig? Ja, die sind dann traurig. Ach so, und deswegen weinen die dann auch. Das ist für sie. Kennst du nicht. Hust du ab von meinem Becher? Das fand ich ganz interessant, wie ich das wissen wollte, was genau die Leute da jetzt fühlen und warum. Warum die das so fühlen. So. Was willst du denn gucken? Na, es hat mich angelockt da draußen, dein Aufbau. Okay. Interessant. Reparierst Fahrräder und verleihst und sowas und verkaufst wahrscheinlich. Jo. Ja. Der Laden geht ja auf der anderen Seite erst los. Aha. Okay. So, mal gucken. Und die anderen Sachen, diese Schallplatten und das Ganze, was da steht? Zu verkaufen. Okay. Also ich kann auch mit anderen den, also alles mögliche. Okay, quasi so wie ein Antiquitäten-Ding. So. Genau, na, nur dass ich hier die Antiquitäten nicht habe, weil der Keller zu feucht ist natürlich, aber eben so ein bisschen Kram ist auch hier. Ja. Müsst ihr sehen, da drüben ist kein typischer Fahrradladen, sagen wir mal so. Okay. Ja. Das ist toll mit den ganzen Anhängern und so, das ist cool. Das wusste ich gar nicht, also ich werde es auf jeden Fall auch weitergeben an Leute, die das jetzt brauchen oder so. Das ist wichtig. Davon lebt man ja. Ja, mach das. Yeah.
Danke. Ich werde mal wieder vorbeigucken, danke. Bitte, bitte. Ciao. Ciao.
fertig. Das war jetzt ein Mietracheck. So ein bisschen das eins der ältesten Mieträder, wie gesagt, der Tag hier ewig und das ist jetzt irgendwie Dauergast. Im Moment immer ist was zu tun. Nächstes Mal muss ich den Zug erneuern. Wieder die Bremse eigentlich müsste eine gute ran. Und ach, naja. Problem ist bei Mieträdern nicht so viel investieren, weil, also an guten Teilen, weil die werden halt oft geklaut. Und jetzt das Problem. Deswegen kann ich das leider nicht so machen, wie ich es eigentlich machen würde. Ja, wenn es danach gehen würde, wäre immer alles neu, alles schick, alles picobello, aber. Also auch die alten Sachen, aber immer mit neuen Teilen, immer schick, immer gepflegt. Das kannst du nicht machen, die werden immer geklaut. Das ist okay. Ich kann nur noch kurz fahren. Der Raum ist schön. So, Feierabend, liebe Leute. Es ist jetzt 20:50. Ich mach zu. Wir sind noch nicht mal da jetzt. Ich meine, Anouk muss morgen in die Schule. Ist gleich neun. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Licht aus. Gut. Also, ich mach Feierabend. Wir sehen uns morgen. Mit dem nächsten Teil aus Tommys Leben eigentlich. Ich meine, im Grunde genommen ist das eine richtig, richtig gute Geschichte. Wa? Das ist mein Leben. Genau so ist es. Genau so und nicht anders. Also bestellen muss ich. Schläuche hoch. Tommy, denk dran, Schläuche. Und wir sehen uns morgen. Macht es gut. Bis dann. Ciao. Euer Tommy.